Hallo Freunde, willkommen zurück zu Anno. Wir haben uns in der letzten Episode mit Hassan verbündet. War dann doch ein bisschen kurzfristig am Schluss, aber wir haben es geschafft. Wir haben das Gelage erfüllt, das heißt keine regelmäßigen Zahlungen mehr. Ein gutes Geschäft ist mir will. An den ollen Hassan. Das passt. Als nächstes beenden wir hier eine Blockade. Und ja, Sandsturm kostet El Sol. Einige Plantagen werden da kurzfristig mal ausfallen. Wir sollten aber noch genug Rohstoffe haben, um das zu überbrücken. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Da sehe ich, wenn überhaupt, nur kleine Probleme. Da, stopp. Ah, doch, passt. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Die Details bleiben besser unter. Läuft. Auf in den Hafen zur Reparatur. Blockade wurde durch ihre Schiffe zerschlagen. Super, Nina hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt. So gehört sich das. Hieraus machen wir wieder Flotte 4. Salam alaikum. Sehr schön. Super, super, wenn alles klappt, sind wir gleich bei 1000 Ruhm. Das wäre schon mal was. Konntet ihr diese Angelegenheit? Allah segne euch. Na also. Sehr gut. So, was haben wir hier? Trefferpunkte Sichtweite. Das Zeug lassen wir im Hafen. Das hole ich gleich mit der Kriegsflotte ab. Das Schiff setzen wir so selten ein. Das braucht so gute Ausrüstung eigentlich nicht. Das habe ich dann lieber auf anderen Schiffen. Hier wären zum Beispiel ein paar tolle Segel nicht schlecht. Na, mal gucken. Eins nach dem anderen. So, was machen wir mit 1000 Ruhm? Wir könnten weitere Schriftrollen kaufen, um unser Ansehen beim Großvisier zu steigern. Das war falsch. Oder wir gucken mal, dass wir hier vielleicht weitermachen. Hier sind wir fertig. Ich hatte gesagt, als nächstes machen wir den Großvisier. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Läuft. Was haben wir da? Ladekammern, Trefferpunkte, Geschwindigkeit, steigert sich alles, wäre nicht schlecht. Hilfsflotte des Orients. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Erhöht die Wassermenge in allen Norias. Darauf habe ich irgendwie Lust. Und wir hätten immer noch Ruhm übrig. Was haben wir hier? Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Tributwahrscheinlichkeit erhöhen brauchen wir inzwischen nicht mehr. Wir haben keine KI mehr. Hat also Zeit. Heerlager, Mineure, Kanonenstellung lohnt sich nicht mehr. Gesandte, das ist einigermaßen wichtig. Gut, gehen wir das mal als nächstes an. Dann haben wir immer noch 300 Ruhm übrig. Dann machen wir aus Jelma ein, sagen wir, Botschafterschiff. Läuft. Ach, immer noch sandig. Gibt's ja gar nicht. Aber die Schiffe sind alle repariert. Die können sich bereit halten hier für den nächsten Auftrag. Und hier scheinen wir wirklich am Limit zu sein. Das heißt, da können wir die Steuern wieder etwas anheben. Hier sind alle eingezogen. Jawohl, sind. Dann sieht die Bilanz zur Abwechslung auch mal wieder gar nicht so schlecht aus. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack.
Wunderbar, keine Abgaben mehr an Hassan. Und das wäre erledigt. Und wir können als nächstes mal nach den Gesandten schauen hier. Da werden wir demnächst wieder Mosaik brauchen. Aber ein paar können wir aufwerten. Der Sandsturm hat sich wieder gelegt. Na also. Der Sandsturm ist weg. Das heißt, in Costa del Sol legen die Norias gleich wieder los. Und danach muss die Waldglashütte wieder neu eine gepflanzt Produktion werden. Kommt zum Erliegen. Das habe ich schon gemerkt. Okay. Na, kein großes Problem. Die Norias sind ja schon dabei. Die haben auch reichlich Wasser. Das heißt, wir sind jetzt nur noch relativ selten dabei, die Norias wieder aufzufüllen. Auf der anderen Seite, wenn wir sie auffüllen müssen, wird es halt richtig, richtig teuer. Aber dafür brauchen wir im Moment nichts mehr von eine Produktion den Hassan zu zahlen. Zum Erliegen. Wie sieht's aus? Alle Errungenschaften sind wir dabei. Kaiserdom, ja, der trollt mich gerade ein bisschen. Gesandten Adlige. Also die Errungenschaften sollten kein Problem sein und die Goldmünzen sind auch geschenkt. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bilanz ist ja positiv. Wenn ich das Spiel einfach mal über Nacht laufen lassen würde, würde immer noch alles funktionieren, solange ich keine weiteren Aufstiegsrechte habe oder so. Wenn ich Aufträge ignoriere, es passiert ja eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Es kommt jetzt nur noch darauf an, wie schnell wir wachsen. Errungenschaften ist nur eine Frage der Zeit. Kaiserdom und Sultansmoschee, das ist hauptsächlich abhängig von den Gesandten. Die Rohstoffe sehe ich nicht als Problem an, die wir da brauchen. Für die Gebäude selbst. Ich bin mir im Moment noch nicht ganz sicher, was ich als erstes angehen soll. Den Dom? Einfach weil wir da schon das Fundament haben. Oder die Moschee, weil das theoretisch leichter ist. Eine Krankheit breitet sich auf ihrer Insel aus. Die schon wieder. Um den kümmere ich mich gleich. Oh, war ja klar. Sobald jetzt ein zusätzliches Gebäude angesteckt wird, habe ich ein Problem. So, dann brauchen wir den da eigentlich nicht mehr. Und den brauche ich dort auch nicht mehr. Stattdessen sind die beiden Gebäude hier einigermaßen wichtig. Also bauen wir einen Medikus hier hin. Und ach, hier daneben. Fertig, dann ist eigentlich alles abgedeckt hier. Dann brauche ich mir um Medikus. Das wäre so einfach gewesen. Oh. Dann brauche ich mir wenigstens um diese Medikus-Geschichte keine Sorgen mehr zu machen. Dann läuft das. So, was hast ich du für einen Auftrag? Es steht mir nicht zu. Ein gutes Geschäft. So, ein blau leuchtender Mönch. Vorhin habe ich noch gesagt, ich finde es toll, dass wir jetzt keine Schergen mehr suchen müssen. Schon haben wir wieder so einen Suchauftrag. Hat nur ein blaues Kleid an. Bin ich hier richtig? Ja, könnte noch ein Stück weiter hoch. So, der müsste jetzt eigentlich irgendwo in diesem Bereich hier sein. Leuchtest du? Sieht fast so aus. Die Geschäfte laufen, aber mehr schlecht. Es wird erzählt, dass ihr unserer Bitte gefolgt seid. Das ist ja... Oh,
Wunderschön, nicht wahr? So, das richten wir wieder aus. Sonst wird man ja blöd im Kopf, wenn man da... Na also, drei Medikusse, aber die Sache ist ordentlich abgedeckt. Hier oben sollte nicht mehr so viel passieren. Damit müssten wir eigentlich erstmal noch ausgestattet sein, oder? Ja, hier ist relativ viel. Läuft. Brauche ich mir erstmal noch keine Gedanken zu machen. Ich habe hier vor kurzem so viele neue Bürger hinzugefügt, dass ich mir nicht sicher war, ob das noch reicht. Wir haben allein auf der Insel jetzt 2160. Wow. Wenn es weiter nichts ist, womit ich... Ich bin sogar am Überlegen, hier wieder einige Bürgerhäuser abzureißen und durch Bauernhäuser zu ersetzen. Einfach damit ich die Aufstiegsrechte hier für Sanerkand habe. Aber ich glaube, so ein bisschen kleinere Gebäude am Rand jeweils ist nicht das Schlechteste. Da muss man nicht alles perfekt abdecken. Drei Kapellen auf der anderen Seite ist vielleicht nicht ganz so schön. Da wären zwei nicht berücksichtigt. Bräuchte ich zwei Kirchen hier oben. Zwei Kirchen kosten 80. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine... Ja, Sache entschieden. Ich bleib bei den drei Kapellen. Drei Kapellen sind nur 5 Gold teurer im Unterhalt als eine Kirche. Und da ich hier oben keine Patrizier ansiedeln will, ist das, denke ich, die günstigere Version. Hier oben geht es hauptsächlich um die Aufstiegsrechte. So gesehen ist Midgar insgesamt eigentlich nur Aufstiegsrechte für Sanerkand. Sieht nicht gut aus. Hatten wir hier nicht irgendwann mal... Ich nehme von dir, was mir zusteht. Zimmerleute. Medikus, Schenke, Zimmermann. War ja klar. Der verschwendet hier eigentlich eine ganze Menge Potenzial. Überlappung haben wir sowieso schon. Wenn wir den hier herstellen... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Darum mache ich mir jetzt ausnahmsweise mal keine Sorgen. So, einmal getauscht hier. Der läuft jetzt rum und repariert die Häuser. Wir sollten die Abdeckung jetzt verbessert haben. Abgesehen von 2 Häusern hier drüben am Rand, 4 Häusern, sieht es gar nicht so schlecht aus. Wo haben wir denn hier den nächsten Zimmermann? Die Häuser sind leider relativ unscheinbar. Das ist ein Bürgerhaus. Da hätten wir einen. Und der ist aber nicht verantwortlich für die Sachen da oben. Vom Zentrum her? Ja, hier. Und der steht ausgesprochen dämlich. Den sollten wir hier hinstellen. Dann ist das auch abgedeckt. Ist nicht so schön, weil... Okay. Das gefällt mir. Mir nicht. Habe ich nicht gut gemacht. So, lass mal kurz gucken. Zimmermann. Ne, Medikus. Meh. Schenke. Hier haben wir. Nee. Ah! Das ist er. Okay. Oh, das ist widerlich viel. Allein von dem Haus hier unten zu den Häusern da oben. Das kriege ich mit einem Zimmermann ja gar nicht abgedeckt. Doch, wenn ich ihn hier hinsetze. Wo ich ihn ursprünglich hatte. Ich müsste ihn eigentlich auf den Marktplatz hier setzen.
Aber wenn ich jetzt den Marktplatz abreiße, dann habe ich richtig Mist gemacht, glaube ich. So, lass mal gucken. Hier oben ist einiges nicht abgedeckt. Wenn ich das Haus behalten will, sollte ich den hier stehen lassen. Wenn ich das Haus nicht behalten will, könnte ich den vielleicht hier rübersetzen. Lass mal gucken, ob das hinhaut. Wir sind derzeit von den Häusern bis zu dem Haus. Da wäre es wahrscheinlich am gescheitesten. Ein fairer Handel. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, das wäre das. Dann haben wir hier, denke ich, die bestmögliche Abdeckung vorerst. Und daran machen wir irgendwas zur Deko. Damit ich nicht nochmal auf die Idee komme. Und dann ein Haus hinzubauen. Soweit, so gut. Alle Häuser abgedeckt. Ich helfe euch gerne aus. Kommt als nächstes der Medikus. Da sollten wir vielleicht noch mal welche bauen. Erlaubt mir, mein Anliegen vorzutragen. Kriegen wir hin. Seid mir herzlich gegrüßt. Ich bin gern bereit, wenn es weiter nichts ist, womit ich behege, ein gutes Geschäft. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ich bekomme regelmäßig... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ich hoffe, ihr... Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann... Ja, ihr könnt jetzt aufhören zu lachen. Ich weiß, ich habe Mist gemacht. Ich hätte einen Frachtraum für die Schiffbrüchigen übrig lassen sollen. Passt auf, wir laden hier das Mosaik ein. Holen dann hiermit die Schiffbrüchigen ab. Bis wir zurück sind, können wir das nächste Mosaik einladen. Und bringen ihm dann auch direkt die Schiffbrüchigen. Vielleicht nicht das Schlechteste. So, das ist die Schenke. Wir waren bei den Medikussen. Ja, wir bräuchten einen wahrscheinlich hier. Um auch das Haus und das Haus zu kriegen. Relativ weit oben. Damit bin ich gar nicht glücklich. Wenn wir den ein Stück weiter hoch machen, kriegen wir die Ecke wahrscheinlich mit. Und mit einem Medikus hier kriegen wir mit zwei insgesamt mehr abgedeckt, weil die Überlappung hier ein bisschen kleiner wird. Und wenn wir dann den hier unten vielleicht hier rüber setzen, kriegen wir das Haus noch mit. Mit einem anderen Medikus in dem Bereich hier irgendwo müssten wir den Rest haben. Das heißt, mit vier Medikussen hier alles. Okay. Das Haus hier unten ist wichtig. Das Haus da oben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ich sollte bei den Adligen gucken. Wie gesagt, hierher, dann haben wir richtig viel abgedeckt. Wir können den anderen Medikus umsetzen. Wobei das hier nicht so gut ist, weil wir da oben wieder einiges verpassen. Weil ich dann dieses Haus noch irgendwie abdecken sollte. Es ist voll auf dem Marktplatz drauf, na fantastisch.
Nee, so läuft das nicht, wie ich mir das gedacht habe. Man merkt schon, dass die Marktplätze das Zentralste sind. Man will alles auf den Marktplatz bauen, weil man dann eben die beste Abdeckung hat. Läuft nur irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Ihr kommt, um hier eure Verbundenheit. Euer Bemühen wird eines... Wird eines Tages Früchte tragen. Ja, fantastisch. Wir sind jetzt da nicht mal nach Rang aufgestiegen oder irgendwas. Wenn es weiter nichts ist, womit ich bin. Das heißt hier, wenn es weiter nichts ist. Der Sultan macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Buff. Oh je, da brauchen wir noch jede Menge Ruhm. Ah Leute, das bisschen könntet ihr auch schwimmen, oder? Vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommt, ne? Treiben sie lieber stundenlang auf dem offenen Meer rum, anstatt 5 Minuten mal auf ein Schiff zuzuschwimmen. Geduld ist der Schlüssel zur Weisheit. Ja, 100%. Wann kommst du rüber mit dem Kram? Ich werde nicht wieder draufklicken. Hat mich schon mal was gekostet. So, und dann holen wir das ganze Mosaik hier und bringen das... Ein fairer Handel. Hier rüber. Ich muss demnächst mal wieder ein paar Namen raussuchen und die Ortschaften hier umbenennen. Ist doch kein Name für eine orientalische Siedlung. Okay. Wir haben die Sache mit dem Bier. Wir haben viel zu viel Bier. Wir haben reichlich Brot. Wir könnten allerdings vielleicht noch mal ein, zwei Backhäuser brauchen. Aber wir müssten demnächst anfangen, hier auf Patrizia-Level zu gehen. Das wird gleich richtig furchtbar für unsere Bilanz, fürchte ich. Dann brauchen wir noch ein Handelsschiff, das hatte ich ja schon gesagt. Dann bauen wir mal dieses Teil. Das können wir dann auch gleich wieder auffüllen. Ein gutes Geschäft. Sehr schön. Du wirst es verschmerzen. Jetzt kauft er nur noch Kleinstmengen. Ist klar, ist vollgefressen vom Gelage. Und da geht nicht mehr viel. Habt ihr meine Bitte? Unsere Nachforschungen haben zu neuen euch gebührt. Unser... Na also. Das nehmen wir mit. Da geht's hier runter. Was kann dieser Seemann? Trefferpunkte, Verlangsamung. Hm. Ich bin am Überlegen, die beiden zu verkaufen. Das müsste rumgeben. Müsste ich dann aber vielleicht bei Hassan machen. Der ist, glaube ich, eher empfänglich für Menschenhandel. Passt irgendwie zu seinem Charakter. Okay, fangen wir mal hier oben wieder an, würde ich sagen. Hallo? Turnierplatz? Veranstaltet ein Turnier zum Gaudium des... Das Volk wird euch für ein solches Spektakel hochleben lassen. Super. Vanadis. Sehr schöner Name. Gefällt mir. So, das machen wir raus. Stattdessen bringen wir Bier und Brot mit rein in die Sache. Sollten wir dann außerdem wieder abladen. Sonst hat es ja nur wenig Sinn. Und fügen Vanadis hinzu. Dann leiten wir das Zeug weiter. Gut, gut. Dann fangen wir an hier. In ihrer Stadt haben sich die ersten Patrizier niedergelassen. Erschreck mich nicht so. So, Glas wollen die noch nicht.
Das ist dann so ein Adelsding. Man braucht ja sehr viele Patrizier, um überhaupt Glas bauen zu können. So, einziehen reicht. Ihr müsst kein Fass aufmachen. Noch sind die Bedürfnisse hier nicht wirklich erfüllt. Da fehlen dann gleich die entsprechenden Güter. Da müssen die Handelsschiffe nur noch hier auftauchen. Dann kriegen wir das hin. Wir bringen mal noch mit Moment. Wir nehmen noch ein bisschen Stein mit. Brauchen wir schließlich auch für den Aufstieg. Soweit, so gut. So, wir haben Holz, wir haben Stein, es fehlen Werkzeuge. Sobald die auftauchen, ist das erledigt. Die bringen fliegende Teppiche. Und da können wir gleich wieder für Gesandtenaufstiege sorgen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Bierüberschuss? Anders kann ich das eigentlich nicht erklären hier. Wir sollten aber vielleicht gucken, wenn wir hier jetzt so viel Zeug wegbringen, dass wir hier mehr hinbringen. Das bedeutet Bier und Waffen. Da packen wir nochmal extra Bier mit. Das müssen wir auf jeden Fall transportieren. Frachtraum voll. Frachtraum leer. Gut. Und beim Brot sollte das ähnlich aussehen. Sonst haben wir bald nichts mehr in Midgar. Aber Midgar hat ihn... Habt ihr gesehen, wie dieser Ritter seinen Kontrahenten beim... Ja, ich heb dich auch gleich in den Sattel. Ja, in Midgar haben wir derzeit relativ viel auf Lager. Das sollte einiges abfangen können. Gott segne euch für alles, was ihr für diese Stadt tut. Mhm. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Soweit, so gut. Was machst du? Dieses Schiff wird bald in eurem Hafen vor Anker gehen. Inshallah. Ich nehme das jetzt einfach mal als gutmütige Ankündigung und nicht als Drohung. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Ding mit Sprengstoff voll ist? Okay, warum sind da keine Gewürze? Wir haben doch reichlich. Und Vanadis sollte? Gewürze an Bord haben. Und was ich hier gerade sehe, das ist sehr schön, die Schiffe sind wirklich so im Pendeln. Das heißt, das eine kommt gleich in Sanakant an, das andere kommt gleich in Midgar an. So haben wir da einen sehr schönen Pendelbetrieb. Ein Schiff kann so eine Stadt nicht komplett alleine versorgen, aber wenn beide richtig pendeln, sollte das dann laufen. Im Zweifelsfall schicken wir noch ein drittes Schiff mit rein. Im Moment sieht es aber gut aus. Ich mache mir auch keine großen Sorgen, wir haben ja noch ein paar Gewürze. Das ist wirklich ätzend. Ups. Wir brauchen auf alle Fälle... Es geht doch. ...noch so eins. Allah segne euch. Wir haben hier unten ein Schiffchen auf der Route, was gar keine 4 Frachtplätze hat. Ja, was ein Glück, dass wir das noch gesehen haben jetzt. Alles klar. Gut, das wäre es dann aber für heute gewesen. Ich denke, die meisten Städte machen ganz gute Fortschritte. Hier sind wir auch so weit, dass wir in der nächsten Episode zusätzliche Patrizier ansiedeln können. Die Bedürfnisse müssten größtenteils erfüllt sein. Wir müssten nur noch nach den Lederwamsen gucken. Das dürfte so ziemlich das Einzige sein. Besitz in Form der Bücher müsste bereits berücksichtigt sein. Schuldturm ist relativ schnell gebaut. Glaube ist schon erfüllt. Im Großen und Ganzen sieht es gar nicht so schlecht aus. Also an das meiste haben wir schon gedacht. Die Lederwamse machen wir in der nächsten Episode. Und dann sind die Patrizier hier drüben richtig glücklich. Dann können wir alles Mögliche hier erweitern und aufrüsten.
Und danach kümmern wir uns um die Adligen. Wird heftig, aber das dann in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde. Na.